Hier stehen wir vor dem ersten Kloster, in dem die Schwestern gelebt haben. Sie haben vorher an zwei Stellen in Aachen gelebt, auf der Königstraße. Und das war das erste Kloster, was sie von ihrem Erbe gekauft haben. Und hier waren die Schwestern bis 1876 tätig, haben hier praktisch Kinder wie in einem Internat mit den Kindern zusammen gelebt. Wir sind 1842 gegründet, 1876 wurden wir ausgewiesen aus Deutschland. Otto von Bismarck wollte den Einfluss der Katholiken einschränken und er hat sich gedacht, das kann ich am günstigsten, wenn ich sie aus der Erziehung ausschließe. Und deshalb wurden alle Orden, die in der Erziehung tätig waren oder eben in der Schule tätig waren, aus Deutschland ausgewiesen und durften diesen Beruf nicht mehr ausüben. Sie mussten dann im Kulturkampf aus Deutschland raus und sind aber 1891 wieder, durften sie wieder in das Haus einziehen. Clara Fey wollte eigentlich nie eine Gemeinschaft gründen, die also international tätig ist, aber durch die Ausweisung ist sie dann zunächst mal nach Simpelfeld gegangen, was nicht weit von Aachen entfernt ist. Und dann hat sich durch diese Ausweitung die Ordensgemeinschaft eben auch weltweit verbreitet. Heute leben die Schwestern von Armen Kinder Jesus in Kolumbien, in Peru, in Kasachstan, in Lettland, in den Niederlanden, in Belgien, in Österreich, in England, in Indonesien. Dort ist unsere größte Provinz und dort sind noch viele junge Schwestern, die auch noch in der ursprünglichen Aufgabe in der Arbeit mit Kindern tätig sind. Clara Fey ist 1891 nicht wieder nach Aachen zurückgekommen. Sie ist in Simpelfeld geblieben, schon auch weil sie in schon vorgerücktem Alter war. 1894 ist sie in Simpelfeld gestorben und ist dort auf dem Friedhof beerdigt worden. Und dann hat man 1934 begonnen mit dem Seligsprechungsprozess. Und da sind ihre Gebeine erhoben worden und in die Kapelle in Simpelfeld übertragen worden. Und dann ist sie 2012 im September, weil wir das Haus in Simpelfeld aufgeben mussten, sind ihre Gebeine nach Aachen gebracht worden, ist also zurückgekehrt nach Aachen in ihre Heimatstadt. Und die sind zurzeit im Dom untergebracht. Die sterblichen Überreste von Clara Fey sollen im Zuge der Seligsprechung hier in die Kapelle in der Jakobstraße übertragen werden und werden dort in einem Reliquienbehälter bestattet. Und so, dass das Volk von Aachen auch sie besuchen kann, sie verehren kann oder um Fürsprache anrufen kann in Nöten. Ja, ich denke, was sie den Menschen heute zu sagen hat, das ist ihr Leitwort. Ihr Leitwort war, bleibt in mir. Sie hat immer gesagt, ich muss wie die Trauben am Weinstock bleiben, sonst verdorre ich im Glauben. Und das, glaube ich, ist das, was sie den Menschen heute noch sagen kann, dass Christus war für sie wirklich der Mittelpunkt. Und sie war immer bestrebt, mit dem einen Auge auf Jesus Christus zu schauen und mit dem anderen Auge in der Tätigkeit zu sein. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, glaube ich, dass sie gesagt hat, ich erkenne in jedem Menschen, der mir begegnet, kommt mir Christus entgegen. Ich erkenne in diesem Menschen, nicht nur diesen Menschen, sondern er ist für mich eben wie ein anderer Christus. Ich sehe in ihm Jesus Christus. Und das war für sie eben auch wieder ein Ansporn, in die Tätigkeit zu gehen und aus der Tätigkeit zurück ins Gebet zu gehen. Das war für sie das, also nichts, was zu trennen war, sondern das war eine Einheit, was sie gelebt hat.